Bernie und Erz. Heute zwick mich mal. Hallo Bernie. Hallo Erz. Was gibt das denn schon wieder? Praktisch was? Jetzt habe ich immer die Hände frei, wenn ich mir Nacktbilder angucke. Was für ein Schwachsinn. Ich glaube, ich träume. Zwick mich mal. Zwicken? Kannst du haben. Au, verdammt, du sollst mich zwicken. Hab ich doch gemacht. Das war kein Zwicken, das war Schlagen. Ach so, Zwicken. Nee. Jetzt weiß ich wieder, was Zwicken ist. Einen Moment. Wer hat gekloppt in dem Laden hier? Da. Das war Zwicken, was? Bernie, was soll denn das, du Arschloch? Du sollst mich nur mal kurz zwicken. Hä? Oh. Au. Wichser. Zwickt er mich einfach. Hab ich noch gar nichts getan. Mal sehen, wie ihm das hier schmeckt. Hm? Da, hier. Schick dich doch ins Knie! Aber ich wollte doch nur. Heute Karate. Hallo Bernie. Hallo Ed. Sag mal Bernie, was liest du da? Ein Buch über Karate. Karate? Ja, Karate ist nicht nur hirnlos herumgekloppe, da lernt man sich auch zu konzentrieren und Meditation. Ach was? Ja, guck mir mal in die Augen. Jetzt konzentrier dich. Ruhig einatmen. Au! Siehst du? Ich sehe gar nichts. Du hast mir ins Auge gepiekt. Das hättest du nicht erwartet, was? Karate, die Kunst, den Gegner zu täuschen. Super. Los, guck mir nochmal in die Augen. Damit du mir wieder reinpiekst. Nein, er hat versprochen. Konzentrier dich. Ja. Schön ruhig. Au! Siehst du, Erd? Ein Karatekämpfer macht niemals denselben Trick nochmal. Na toll. Weißt du, Erd, Karate ist eigentlich eine friedliche Sportart. Sag nicht sowas. Sie dienen ausschließlich der Selbstverteidigung. Hm? Los, greif ihn mal an. Was? Du sollst mir eine reinhauen. Was? Du sollst mir die Fresse polieren, das Gesicht umgraben, die Kauleiste verbiegen. Nun mach schon. Na gut. Siehst du, Erd? Karate heißt auch Schnelligkeit. Ach was. Hm? Ja, ich bin eine lebende Kampfmaschine. Ich kann mit einem Schlag töten. Ich muss nur den Kehlkopf treffen. Pass auf. Toll, was? Was sagst du? Hm? Wow, Erd, du hast gerade mit deinem Kopf den Fußboden zerschmettert. Ich glaube, du hast das Zeug zum Karatekämpfer. Heute Selbstmord. Na, dann wollen wir mal. Mach's gut, du schöne Welt. Hallo, Bernie. Hallo, Erd. Sag mal, Bernie, was machst du da? Ach, nichts weiter. Ich mach nur Selbstmord. Was? Ich blass mir das Hirn weg. Was? Was? Ich will mir die Fresse wegballern, die Birne durchpusten, die Murmel wegpölen, den Hals liften, kapiert? Und jetzt verpiss dich! Oh mein Gott, Bernie, aber warum willst du das denn tun? Ach, Erd, mir war einfach langweilig und da dachte ich, erschieß mich mal. Aber Bernie, um Himmels Willen, du darfst dich nicht erschießen. Ich kann ohne dich nicht leben. Wieso? Naja, dann habe ich ja keinen Freund mehr. Ui. Keinen mehr, mit dem ich reden kann. Niemanden, mit dem ich mich besaufen kann. Oh, wie traurig. Niemanden, den ich ficken kann. Du weißt doch, wie ungern ich mir allein einen runterhole. Oh ja, das weiß ich, Erd. Ohne dich werde ich so traurig sein und den ganzen Tag nur heulen. Und ich hätte so nichts mehr Lust. Das ist ja so traurig, Erd. Ja, du tust mir ja so leid. Ist gut, Erd. Ich hab's mir anders überlegt. Ich werde mich nicht erschießen. Dir geht's ja viel beschissener als mir. Ich glaube, ich werde dich erschießen. Was? Sag jetzt nichts, Erd. Ich werde dich von deiner Qual erlösen. Aber... ich werde noch bekloppt. Wow, das ist ein gutes Gefühl, wenn man helfen kann. Ich glaube, ich gehe jetzt ins Kino, besauf mich und hol mir dann einen runter. Heute Video. Verdammt, es regnet ja wie Sau. Dabei wollte ich heute eigentlich in den Schwulenpark. Naja, mache ich mir halt einen gemütlichen Fernsehabend und hol mir einen runter. Hey Erd, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist im Schwulenpark. Ja, es regnet und da dachte ich, ich gucke mir einen Film an. Hey Erd, gute Idee. Was hast du denn für Filme da? Also ich habe hier Rasierte Soldaten Teil 12. Kenn ich schon. Trommelfeuer aus der Sackkanone. Hey, das ist der Film, wo ich mitgespielt habe. Da will ich den nicht sehen. Und Monstergurken überfallen die Schweiz. Ach, das ist doch alles scheiße.
heutzutage guckt man DVD. Mhm. DVD, was ist das denn? Ist das ein neues Format zum Filme gucken? Nein, das ist der neue Tierporno. DVD, Dackel, Vögel, Dachse. Viel Spaß beim Wichsen, Herd. Heute Aussprache. Hallo Bernie. Hallo Art. Du schmeckst ja eklig. Hast du gekotzt? Ja und? Sag mal, hast du wieder den ganzen Whisky ausgetrunken? Ja und? Musst du denn immer so viel saufen? Du bist ja schlimmer als die Beimer. Ach Art, ohne Alkohol ertrage ich einfach mein beschissenes Leben nicht. Mein Gott, Bernie, du kannst doch deinen Kummer nicht in meinen Alkohol ertränken. Warum nicht? Damit löst man seine Probleme auch nicht. Sprich dir deine Sorgen doch mal von der Seele. Mit wem soll ich denn reden? Na, mit mir. Nein, du willst meine Probleme nicht hören. Doch, lass es raus, das befreit. Nein, lieber nicht. Ach komm, ich bin's doch. Dein bester Freund, Erd. Ach, ich weiß nicht. Nun los. Okay, das Leben ist scheiße, die Bude ist scheiße, das Essen ist scheiße, der Sex ist scheiße. Und mein bester Freund ist ein langweiliges Arschloch. Moment mal. Ich bin dein bester Freund. Wir wohnen zusammen. Ich koche für dich. Und du fixst mich. Das hat ja alles mit mir zu tun. Genau, Erd. Dann bist du also meinetwegen Alkoholiker? Genau. Sich mit seinem besten Freund aussprechen tut richtig gut. Auch wenn er ein Arschloch ist. Heute Ruhe bitte. And I will always love you. Bernie! Oh, hallo Erd. Hab dich gar nicht kommen hören. Na wie denn auch? Bei dem Gejaule. Kannst du bitte etwas leiser sein? Du weißt doch, dass ich gestern mein Bier holen vom LKW überfahren wurde. Ich weiß, Erd. Das war schön blöd. Ja, und der Arzt hat gesagt, ich brauche absolute Ruhe. Ist klar, Erd, Entschuldigung, ich mache sofort was anderes. Ja, danke, Bernie. Ich brauche wirklich sehr viel Ruhe. Kein Problem. Bernie! Hallo, Erd! Was machst du denn hier? Ich dachte, du schläfst. Na wie denn? Bei der lauten Musik. Stört dich das? Na, ich hab wirklich ganz schreckliche Kopfschmerzen. Wirklich furchtbar. Weißt du was, Erd? Du sollst dich ausruhen. Das versuche ich ja, aber diese Musik. Schon gut, Erd. Ich mach was anderes. Kein Problem. Zieht den Ball in die Latexhosen aus. Latexhosen aus. Ole, 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 ole. Oh, hallo, Erd. Hab dich gar nicht kommen hören. Willst du mit Fernsehen gucken? Nein, ich will meine Ruhe haben. Ruhe haben, Ruhe haben, Ruhe haben. Ist ja gut, ich mach jetzt was, da kannst du dich garantiert nicht beschweren. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, so, ja, hier. Ja. Und wenn dir was nicht passt, dann sag einfach Bescheid. Ole, 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 ole. I will always love you. Heute aufräumen. Ja, wir wollen mal sehen hier. Ach du Scheiße. Bernie! Himmel, Herrgott, hier sieht's ja aus wie... Bernie! Meine Güte nochmal! Ja, Erd? Mann, Bernie, in 5 Minuten kommt das Kümmelmonster zu Besuch und hier sieht's aus wie... Kannst du vielleicht mal deinen Scheiß wegräumen? Ja, Erd, das mache ich. Ich habe extra diese grüne Kiste hier mitgebracht. Ja. Da räume ich alles rein. Ja. Ja, das will ich auch schwer hoffen. Ja. Oh, das Kümmelmonster kommt zu Besuch. Verfickter Spießer! So, mal sehen, was räume ich denn zuerst weg? Ich weiß, ich räume alles weg, was Batterien braucht. Die Whiskyflasche? Nein, die braucht keine Batterien. Das Feuerwehrauto? Nein, auch nicht. Die Ukulele? Nein. Aber der Vibrator, der braucht Batterien. Aber vielleicht geht er kaputt, wenn er ganz unten in der Kiste liegt. Ich räume lieber erst alles weg, was vibriert. Der Vibrator? Und wieder vibriert, das kann ich euch sagen. Sag mal, Bernie, du hast ja noch überhaupt nichts weggeräumt. Du, Erd, ich weiß einfach nicht, was ich zuerst wegräumen soll. Mann, ist doch ganz einfach. Räum doch einfach zuerst die Sachen weg, die du mir heute Abend in den Arsch stecken willst. Okay, gute Idee, Erd. Also, den Vibrator, die Whiskyflasche, das Feuerwehrauto und die Ukulele. Erd,
heute einkaufen. Hallo Bernie. Hallo Ed. Was hast du da alles? Ach, ich habe mal wieder ein paar wichtige Sachen für uns gekauft. Zum Beispiel hier ein Handy. Na, da hat dich der Verkäufer aber schön beschissen. Das ist ein Fernglas und kein Handy. Hallo Bernie hier. Ah, Mama. Ja, gut. Okay, ich ruf später zurück. Bis dann. Tschüss. Ich glaub's nicht. Oder hier, das Fernglas. Schau mal. Sag mal, Bernie, wie bescheuert bist du eigentlich? Das ist doch kein Fernglas. Oh, hat die geile Titten. Ich werd ganz rattig. So ein Schwachsinn. Oder hier, dieses nützliche Ding okay, hier. Okay, okay, ich hab schon verstanden. Das ist also mein Dildo, den du mir aus der Stadt mitbringen wolltest. Den probiere ich gleich mal aus. Nein, ich bin gleich wieder da. Das ist doch kein Dildo. Das hier ist der Dildo. Du hast den Tauchsieder. Schieß raus, Bernie. Schieß raus. Hilf mir. Naja, wenigstens hat jetzt keine Hämorrhoiden mehr. Heute küssen. Ich kann das nicht, Bernie. Was ist los? Riech ich wieder nach Whisky? Das ist es nicht, Bernie. Ich finde, wir sollten das nicht tun. Warum denn nicht? Du warst doch eben noch scharf wie eine läufige Hündin. Ja, ich weiß. Du hattest eben noch ein scheiß Riesenrohr in deiner Hose. Ja, ich weiß. Dein Rohr war so riesig, ich meins. Ich hatte so einen harten Ständer, ich hätte damit einen gefrorenen Acker pflügen können. Du sagst es ja. Aber ich finde, wir sollten das nicht tun. Irgendwas ist nicht richtig. Vielleicht sollten wir mal ausgehen und uns Freundin anschaffen. Ach, scheiß drauf, Bernie, komm her. Lecker. Vanillepudding, meine Leibspeise. Sag mal, Bernie, was ist denn los? Du zitterst ja. Mach dir keine Sorgen, Erd. Das liegt nur daran, weil ich heute noch kein Whisky getrunken habe. Oh Mann, du säufst dich nochmal tot. Und warum ist der Whisky in der Blumenvase? Weil die Flasche kaputt war. Und da habe ich den Inhalt einfach in die Blumenvase gekippt. Clever, was? Mann, total bescheuert. Und was hast du mit den Blumen gemacht, die in der Vase waren? Ich werd noch bekloppt. Ich zeig's dir, Erd. Da bin ich ja mal gespannt. Die Blumen habe ich einfach hier in diesen Eierkarton gelegt. Da rein. Und was hast du mit den Eiern gemacht, die in dem Karton waren? Ich zeig's dir, Erd. Einen Moment. Ich werd noch bekloppt. Guck mal, Erd. Die Eier habe ich in das Kondom reingelegt, was ich unter dem Bett gefunden habe. Aber Bernie, was hast du denn mit dem Ejakulat gemacht, was noch in dem Kondom war? Das habe ich einfach in die Glasschüssel gegeben. Oh, hier hat ja jemand ausgelöffelt. Wer macht denn sowas? Widerlich. Heute Drogen. Cool, Wochenende. Was pfeife ich mir denn heute mal rein? Heroin? Nee, lieber nicht. Dann hänge ich wieder das ganze Wochenende auf dem Bahnhofsklo rum. LSD? Nee, auch nicht. Dann denke ich wieder, ich kann fliegen und springen vom Dach. Kokain? Nee, geht ja gar nicht. Ich habe ja gar keine Nase. Aber irgendwas das fehlt. Komisch. Hallo Bernie. Sag mal Bernie, wo hast du nur die lustigen Zigaretten her? Hey, das ist mein letzter Joint. Den habe ich mir fürs Wochenende aufgehoben. Am Wochenende ist das komisch. Ich schmeiß dich weg. Jetzt raucht er meinen letzten Joint. Hoffentlich kriegt er nicht doch ein Fressfleisch. Sag mal Bernie, wir haben nicht zufällig noch was zu fressen im Haus. Ich könnte ein ganzes Schwein verdrücken. Wer kann das denn sein? Aufmachen! Polizei! Oh, weia, die Bullen! Ich muss die Drogen verschwinden lassen! Was mache ich nur? Machen Sie die Tür auf! Ich hab's! Hey, Erd, du hast doch noch Hunger! Ja, wieso hast du was Süßes? Ja, Mund auf! Sofort aufmachen! Hier, LSD! Kokain! Und Heroin! Komm schon! Ja, bitte? Alles geht. Entschuldigung, können Sie die Musik bitte etwas leiser machen? Ja, klar, er macht besser. Kein Problem. Tschüss! Falscher Alarm! Erd? Hallo, Erd? Hey, Erd! Wenn du keine Drogen verträgst, solltest du keine nehmen, klar? Heute Überfall. Puh, das war knapp! Das kannst du laut sagen. Ich hab mir fast in die Hosen gemacht. Du hast dir in die Hosen gemacht! Oh, tatsächlich. Aber eigentlich war es gar nicht mal so schwer. Also, ich weiß nicht. Wieso? Wir haben jetzt ein paar Säcke voll Geld. Na, und was ist mit dem Wachmann? Was für ein Wachmann? Was für ein Wachmann? Was für ein Wachmann? Na, der Wachmann, der tot in unserem Kofferraum liegt. Ach, der? Keine Ahnung, du hast ihn erschossen. Aber nur weil du gesagt hast, los, erschieß den Wachmann. Na,
Na und, wenn ich sage, fick die fette Nachbarin, fickst du denn auch die fette Nachbarin? Aber nein, aber was... Ist ja gut, Erd, ist ja gut. Beruhig dich. Ich habe eine Idee. Na toll. Wir machen es wie im Film. Mhm. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Pass auf, ich zähle das Geld und du zerschneidest den Wachmann in klitzekleine Stücke. Ne. Danach packst du den klein geschnittenen Wachmann in einen Mixer und pürierst ihn gut durch. Und danach schüttest du die ganze Suppe ins Klo und weg ist der Wachmann. Hm? Das meinst du nicht ernst? Sag mal, hast du sie noch alle? Ich werde doch keine Leiche zerstückeln, geschweige denn den Mixer durchpürieren. Du hast ihn erschossen. Aber... Er liegt in deinem Auto. Aber... Es sind deine Fingerabdrücke an der Leiche. Was meinst du wohl, warum ich Handschuhe trage? Du hast gesagt, dir wäre kalt. Ja, klar, und das mitten im Sommer. Hä? Aber... Na los, Erd. Hier, mach dich an die Arbeit. Aber wie soll ich denn damit eine Leiche zerstückeln? Das ist ein Eierschneider. Da weißt du wenigstens, wo du anfangen sollst. Viel Spaß. Heute schwanger. Gurken, lecker. Und jetzt esse ich noch ein Kilo Mousse au Chocolat. So. Hi, Erd. Hallo, Bernie. Mann, geht's mir schlecht. Was für einen Tag haben wir heute? Gut, dass du da bist. Ich muss dir was sagen. Ich weiß, ich habe wieder die Hausbar leer gesoffen. Nein, das meine ich nicht. Ich habe Heißhunger auf saure Gurken und Süßigkeiten und Erdbeermarmelade mit Senf. Verstehst du? Heißhunger. Na und? Naja, wie soll ich sagen? Ich habe einen dicken Bauch gekriegt. Verstehst du? Dicker Bauch. Nee, was? Also ich, meine Tage sind überfällig. Verstehst du? Überfällig. Hey, was soll die Scheiße? Sind wir hier bei Wer wird Millionär? Ich hab Kopfschmerzen. Ich hau dir gleich einen in die Fresse, wenn du mir nicht sofort sagst, was los ist. Also gut. Bernie, ich bin schwanger. Das ist nicht lustig. Ich bekomme ein Baby. Hör mal, Erd, du kannst nicht schwanger sein. Du bist ein Mann. Na und? Kann auch trotzdem schwanger sein. Du hast nie Kondome benutzt. Das stimmt. Aber du hast keine Mumu. Was hat denn das damit zu tun? Sieh es ein, Erd. Du kannst nicht schwanger werden. Und warum nicht? Na, weil... Wenn ich dich vögel, dann dahin, wo keine Sonne scheint. Wohin? Na, in deine Schokoladenfabrik. Wohin? In dem braunen Salon. Ah, jetzt verstehe ich. Na, endlich. Das heißt also, ich kann niemals ein Kind bekommen, nur weil ich keine Mumu habe? Bingo! Schade. Ich wäre so gern eine Frau. Gut, Erd. Wenn du dich unbedingt wie eine Frau fühlen willst, kann ich dir helfen. Ehrlich? Klar. Hier, du kannst meine Unterhosen waschen. Viel Spaß. Heute Sexspielzeug. So, das nenne ich Männerfrühstück. Kaffee und eine Kippe. Ah, das tut gut. Hallo, Erd. Was? Mann, ich verstehe kein Wort, wenn du den Scheißknebel im Mund hast. Mann, Bernie, ich wäre beinahe erstickt. Musst du mir denn jede Nacht dieses Scheiß-Folterdings ummachen? Das ist kein Folterdings. Das nennt man Sexspielzeug. Und diese Handschellen hier? Nennt man das auch Sexspielzeug? Klar, Erd. Gefesselt zu sein steigert doch die Lust. Das weiß doch jeder. Ach ja? Und auspeitschen steigert auspeitschen auch die Lust? Mhm. Mein ganzer Rücken ist kaputt. Macht das etwa Spaß? Also mir ja. Ich halt das einfach alles nicht mehr auf. Oh, komm, Erd. Nicht mehr auf. Beruhige dich, ganz ruhig. Gibst du? Dir hat's doch auch ein bisschen gefallen. Hat es nicht. Hat es doch. Hat es nicht. Hat es doch. Hat es nicht. Hat es nicht. Hat es doch. Aha. Na gut, irgendwie schon. Aber das mit den 6 Batterien, das war echt fies. Welche 6 Batterien? Welche 6 Batterien? Welche 6 Batterien? Na, die 6 fetten Batterien, die du mir gestern in den Arsch gesteckt hast. Ach, die? Das war was anderes. Ich zeig's dir, Erd. Ja. Das habe ich gemacht, weil mein ferngesteuertes Auto kaputt ist. Pass auf. Ich bleib hier. Du kannst froh sein, dass der Hubschrauber nicht kaputt gegangen ist. Heute Telefonsex. Und jetzt patsch ich dich aus, du devote Sau. Pitch, patsch. Ja, das gefällt dir, was? So, jetzt reicht's aber heute, du Ledertrine. Sag mal, was war das denn? Ja, nicht das, was du denkst. Na, da bin ich ja beruhigt. Das war knallharter Telefonsex. Bah, also doch, warum in aller Welt machst du denn sowas? Weil mir die Probleme anderer Menschen nicht egal sind. Weil nicht jeder das Glück hat, ein paar...
Partner zu haben, der auf seine sexuellen Wünsche eingeht. Und weil ich gut zuhören kann. Sag mal, Bernie, jetzt mal ehrlich. Es bringt tierisch viel Kohle. Außerdem ist es total geil. Ja, hab ich mir gedacht. Ja, hallo? Scharfe Puppen über 40 verblommen dir den Arsch? Ja, hier bist du richtig. Oh ja, ich hab ne Unterhose auf den Kopf. Oh ja, natürlich lass ich mich gerne mit Bockwürsten bewerfen. Ja, gib's mir. So, jetzt reicht aber. Tschö mit Öl. Das war ja ekelhaft. Nein, das waren 500 Mäuse. Ich weiß ja nicht, ob das okay ist. Oh, lass mich mal. Ich will auch mal. Okay. Ja, hallo? Scharfe Puppen über 40 verplompten dir den Arsch. Er hat am Apparat. Nein. Nein, ich bin kein 15-jähriges Schulmädchen. Nein, das mache ich nicht. Nein, das mache ich auf gar keinen Fall. Auch nicht für Schokolade. Bernie, leg auf. Das ist ja widerlich. Das gibt nur für Perverse auf der Welt. Das sind doch alles nur kranke Arschlöcher. Hallo? Ach, Sie sind's. Das Übliche? Okay, dann schiebe ich Ihnen jetzt wieder einen Baseballschläger rein. Alles pervers. Und eine Weinflasche und 4 Kerzen. Reicht das? Alle krank. Du geiles Miststück. Was? Ja? Ja, der steht neben mir. Was? Hier, für dich. Für mich? Wer kann das denn sein? Deine Mutter. Mama. Das kann Gott nicht. Was? Herzattacke oder sowas. Was? Ja, ich bin auch schon wieder ganz geil, Frau Erd. Oh, ja. Ah. Yeah. Heute Voodoo. Wollen wir sehen, ob das funktioniert mit so einer Voodoo-Puppe? Au! Nanu? Au! Mann, Erd, halt doch mal die Schnauze! Du siehst doch, dass ich meine Voodoo-Puppe ausprobiere! Was mir? Ja, tut mir leid, aber ich hatte gerade so ein tierisches Stechen im Auge. Sag mal, was ist das denn wieder für ein Scheiß? Ach nichts, ich war nur kurz bei dem Hexenladen an der Ecke und habe ein bisschen Voodoo-Zauber eingekauft. Ach, schade ums Geld. Funktioniert doch sowieso nicht. Was willst du mit den Krähenfüßen? Das sind keine Krähenfüße. Ich hatte Hühnchen zum Frühstück. Bäh. Aber hier, ein bisschen von dieser Wurzel genügt und du kannst rammeln wie ein Stier. Ah, lass mal beißen. Entschuldigung, ich meinte nicht rammeln, sondern stammeln wie ein Stier. Aber das Beste ist diese Zauberkugel. Damit kann ich Kontakt zum Jenseits aufnehmen. So ein Schwachsinn. Doch, los, mit wem soll ich reden? Na gut, mein Vater. Ich würde gerne noch mal mit meinem Vater reden. Okay. Erd, ich muss dir was sagen. Papa? Erd, ich muss was sagen. Ich kann das nicht. Ich habe einen Frosch im Hals. Naja, vielleicht hat Erd ja recht. Und das funktioniert alles hier nicht. Ich glaube, ich schmeiß den Scheiß hier weg. Wow, ganz schön sportlich, Erd. Heute Schulden. Ja. Ja. 20.000 Euro hier, 30.000 Euro da. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Hoffentlich zahlt wenigstens die Lebensversicherung. Dann hat Bernie noch ein anständiges Leben. Hallo, Erd. Na, alte Säule, wie sieht's aus? Mann, Vorsicht. Beinahe wäre ich vom Stuhl gefallen. Ah, ich sehe schon. Du hast wieder super Laune, Erd. Ach, leck mich. Guck mal, Erd. Ich habe vorgestern Lotto gespielt. Na super. Wir haben den Arsch voller Schulden und du kaufst von unserem letzten Geld so ein beschissenes Los. Weißt du überhaupt, wie gering die Chancen sind, dass man beim Lotto was gewinnt? Keine Ahnung, Erd. Ich habe jedenfalls gewonnen. Was? 6 richtige mit Superzahlen. Was? 12 Millionen Euro. Hm? Was? Na, was sagst du dazu? Hast du jetzt bessere Laune? Aber, Bernie, das ist ja... Bernie, wir sind... reich! Bernie, das ist ja hey, super! Du stehst auf meinem Lieblingsstuhl! Wie? Das ist mein Stuhl! Wie? Jetzt, wo wir reich sind, kannst du dir selber einen Stuhl kaufen! Heute Mütze Glatze. Ja, wie geil. Hallo, Erd. Sag mal, Bernie, bist du total bescheuert? Was machst du denn da? Na was wohl, ich spiele 4 gegen Willi. Was? Ich werde mir einen von der Palme. Was? Mann, steigst du den Geist, du Vollidiot?
Mütze, Glatze, Mütze, Glatze! Was? Mann, Erd! Ich hol mir einen runter! Ach so, du meinst, du pelzt dir die Wurst? Genau, ich schäle mir die Banane! Ah, du klopfst dir die Pfeife aus. Richtig, ich geb ein Flötensolo! Du spielst Quetschkommode. Ja, ich schneuz den Kasper. Verstehe, du kochst dein eigenes Süppchen. Ja, ich poliere mir die Fleischpeitsche. Weißt du was, Bernie? Das mache ich jetzt auch. Wichser!